Was geschah mit Rapscallion, dem Koch? Rapscallion starb bei einem plötzlichen Feuer in seiner Wurstbude auf Scab Island. Das stimmt. Ich habe ihn mit einem Voodoo-Zauber ins Leben zurückgeholt. Ich erinnere mich genau. So wie die beiden hier reden, gibt's ja relativ wenig. Guybrush? Oh, Entschuldigung, ich war etwas abwesend. Was sagtest du doch gleich? Ich wusste von Rex Knight, um seinen Gasbrenner anzulassen. Ist also einfach. Sorgte ich dafür, dass er zu seinem 55. Geburtstag eine komplett angezündete Torte geliefert bekam. Wir brauchen Teil 2 und Teil 1 nicht mehr spielen. Wird uns jetzt ja alles abgehört. Das ist ja schrecklich. Grillwürstchen, in der Tat. Was wurde aus dem jungen Lindy, dem Kajütenjungen? Um sein Leben bangend kam er zu mir und bettelte um Gnade. Im Gegenzug dafür, die Lage von Big Boop nicht zu enthüllen, ließ ich ihn leben. Was sind das alles immer Erklärungen für Teil 2? Was wir am Ende von Teil 2 nicht wirklich wussten, ist ja erklärt. Als er sich erstmal an seinen reichen Lebensstil gewöhnt hatte, kehrte ich zurück, um seine Schulden einzufordern. Ich übergab ihm eine so dämonisch und bösartig kalkulierte Abrechnung, dass er zum Scheitern verurteilt war. Zuckerbrot und Peitsche. Innerhalb eines Monats war er mittellos und verrückt, ein gebrochener Mann. Er verkaufte sein Hab und Gut und war so verzweifelt, dass er auf einen Wanderzirkus hereinfiel. Er starb, als er ohne Helm mit einer Kanone abgeschossen wurde. Niemand kann so verzweifelt sein. Aha, und welches Schicksal ereilte den Captain? Welches Schicksal ereilte Captain Marley? Ich lauerte ihm auf, das Wichtigste als er am Schluss. Cup teilnahm. Ich enterte sein Schiff und entschied mich, ihn über sein eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Er hatte die Wahl, mir die Hand seiner Enkelin zu geben oder einen noch schrecklicheren Tod zu erleiden als alle seine Mannschaftskameraden. Und? Was hat er dazu gesagt? Eigentlich sagte er mehrere Dinge. Oh, dieser Schmerz. Aufhören, du bringst mich ja um. Und einige andere Dinge, ich habe sie alle vergessen. Ich ließ ihn tot zurück und lenkte sein Schiff in einen Strudel, dem selbst der tüchtigste Kapitän nicht entkommen konnte. Du bist unglaublich entsetzlich und scheußlich. Oh, danke. Tja, also, das haben wir noch nicht gemacht. Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Also, wie konntest du einen Vergnügungspark auf einer verlassenen Insel bauen? Am Anfang braucht man ein erfolgreiches Entwicklungsteam. Ich habe die Karibik durchkämmt und nach den besten und brillantesten Künstlern, Ingenieuren und kreativen Leuten gesucht. Nach einer langen Phase von Rekrutierung, Einschüchterung und des Mordens machte sich meine Mannschaft an die Arbeit, große Waldflächen auf Monkey und Dinky Island zu roden und abzubrennen. Das muss eine zermürbende Arbeit gewesen sein. Ei, das war es. Zum Glück wurden hunderte von Männern von Malaria, wilden Tieren oder Bauunfällen dahingerafft. Welche Attraktionen gibt es hier? Wir sind stolz auf Big Whoops Vielfalt und Authentizität der Attraktionen. Wir verwenden eine zauberhafte Mischung von Kunst, Technologie und vertraglicher Knechtschaft, die wir gerne Dynamo Affelektrik nennen. Erschreckend echt aussehende Häute und andere Körperteile sind an einem Gestell aus Getrieben, Servos und Flaschenzügen befestigt. Alles aus einem bemerkenswert leichten Verbundwerkstoff hergestellt. Faszinierend. So, dieses Gespräch dauert noch ein bisschen, also lehnt euch zurück, entspannt euch. Holt euch ein Käffchen oder einen Tee. Genießt. Wie treibst du die ganzen Karussells an? Das ist eine gute Frage. Wie du vielleicht schon weißt, wird die Energie von Big Whoop aus seiner Position als infernalische Verbindung unserer Welt mit der schrecklichen Manifestation des Bösen an sich geschöpft. Ja, natürlich. Aber wie alle Treibstoffquellen reicht auch diese nicht ewig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wo immer möglich sparsam mit den dämonischen Energien umzugehen und nach anderen Energiequellen Ausschau zu halten.
Atomenergie? Nein, wir zapfen unser größtes natürliches Vorkommen an. Affen! Meine Worte! Horden hart trainierter Affen sind tief im Inneren des Parks verborgen und an immense Maschinen der Zerstörung und Familienunterhaltung festgebunden. Das ist sehr inhuman. Oh, ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Die Feinheiten machen den Unterschied. Merke dir meine Worte, LeChuck. Wenn ich dich erstmal besiegt habe, werde ich sie alle freilassen. Ja, ja, ja. Also, noch was Wichtiges zum Freizeitpark. Wie sieht die Zukunft der Big Whoop Vergnügungsparks aus? Die Zukunft ist reif für eine Welt neuer Möglichkeiten. Ich sehe ein umfassendes Netzwerk von Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Jeder wird einzigartig und eingebettet in die Kulturen und Bräuche der jeweiligen Gegend sein. Aber alle werden an der gemeinsamen Vision des ursprünglichen Parks festhalten. Dem willkürlichen Abschlachten tausender Gäste, die durch unsere Tore kommen. Das klingt ja sehr gut. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop liege auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunneln verbunden, direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Ei. Ich habe langsam genug gehört von deinem widerlichen Vergnügungspark. Elaine wird dich niemals heiraten. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Nö, nö, sie liebt mich. Tut sie nicht. Wie dem auch sei, Elaine liebt wirklich mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Tut sie wohl. Unendlich. Wohl. Verflucht seist du mit deiner teuflischen Rumdiskutiererei. Es hat ja lange gedauert. Bitte töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest. Ja. Wird es keine weiteren Monkey Island Folgen geben. Keine Fortsetzung, keine weitere Arbeit für dich. Du wirst ein weiterer Niemand sein, an den sich keiner mehr erinnern kann. Das kann hier nicht passieren. Ich bin LeChuck. Kennst du den Namen Bobbin Threadbare? Nein. Eben. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung. Für Millionen bin ich ein Held. Das macht nichts. Alles, was zählt, ist, dass Elaine und ich zusammen sind. Und du ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindest. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, bekommst du wirklich großen Ärger. Ich bin einer der lebenden Toten. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Feuer und Schwefel. Wie könnte ich noch größeren Ärger bekommen? Nun, ja. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele ruinieren. Wir werden von allen Elternverbänden verachtet werden. Womit wirst du mir als nächstes drohen? Mit irgendeinem lächerlichen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Gewalt in den Medien untersucht? jetzt zittere ich aber am ganzen Körper. Das Spiel kam 1997 raus. Aber es gibt auch noch das klingt verdammt, verdammt aktuell. Ich höre dir nicht mehr zu. Siehst du, ich ignoriere dich. Ah, hör besser zu. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Oh, Schreck. Tür. Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Hurra. Ach du Schreck. Was mit uns passiert?
Wo ist dein kleines Kind? Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Ja. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. Kutterköter. Bist du der echte Kutterköter? Darauf kannst du wetten. Und ich bin hier, damit du Spaß, Spaß, Spaß hast. Spaß. Wie ist dein Name, kleiner Junge? Okay, zunächst einmal bin ich kein kleiner das Junge. Das war Deponia. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mir zittern die Knochen. Das ist ja allerhand. Deponia, du musst den jetzt grüßen. Behandle mich nicht so herablassend. Nun, es hört sich an, als wärst du ein Mann großer Taten. Du bist ein sehr gescheiter kleiner Mann. Das ist klasse. Lache, solange du noch kannst. Bald werde ich LeChuck vernichten und eure ganze Welt wird in Trümmern liegen. Darauf kannst du wetten. Und jetzt geh spielen, mein Sohn. Ja. Alle Ähnlichkeiten zu bereits bestehenden anderen Comicfiguren oder Charakteren ist rein zufällig. Das ist ja das ist alle in die Lache. Das ist zufällig. Das soll an niemanden anderen erinnern. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein. Ha, falsch. Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Und woher haben wir die Karte? Sprechender Schädel, Schmuggelhäschen, Spielzeugkanone, Voodoo-Puppe, Anker, dein Kostüm. Okay. In den Schädel lassen wir schön zurück, das brauchen wir nicht. Was sollen wir uns noch aussuchen? Gib mir diesen Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Nimm den Anker. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Sieh in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Nimm den Anker mit. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Tja, also... Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker anstelle von mir genommen hast. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Wofür soll denn... Alles klar. Das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Aha. Er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Kommt überhaupt nicht in Frage. Er kämpft unfair. Er beißt. Es ist... Kommt überhaupt nicht in Frage. Er kämpft unfair. Er beißt. Okay. Ich bin ein echter sprechender Schädel. Das ist nicht umsonst. Du musst gewinnen, um es zu bekommen. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben.
Nimm eine Torte mit. Was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Na fein, nimm den blöden Anker. Ja, den Anker haben wir doch schon. Du hättest sowieso ein lausiges, untotes Monster abgegeben. Hey, du bist zu klein, um diese Kanone zu benutzen, Junge. Warte, bis einer der älteren Jungs vorbeikommt. Aber ich will sie mal abfeuern. Sie ist zu gefährlich für einen kleinen Jungen. Ich bin kein kleiner Junge, ich bin 20 Jahre alt. Genau. Und ich bin der Kutterköter. Hättest du wohl gern. Halbe Mistkerlportion. Hau ab, bevor ich etwas tun muss, was du bereuen würdest. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht, okay. Furcht und Pest über Leute wie dich zu bringen. Können wir vielleicht irgendwie... Wie Öl und Wasser. Raus hier! Wie Öl und Wasser. Wie Öl und Wasser. Können wir den Anker vielleicht irgendwie... Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, flieh! Ich will mit der Kanone schießen, ich will mit der Kanone schießen! Nicht jetzt! Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen! Verdrück dich, du halbe Portion! Denk mal nach, ich bezahl dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. Okay, jetzt haben wir den Typen umgehauen. Wie Öl, und Wasser. Wie Öl 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 und Wasser. Meine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Nein. Aha. Nein. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Die Enzyklopädie wird dabei nichts nützen. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Spielgeld nützt hier nicht viel. Aber auf dem Jahrmarkt vielleicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Vielleicht können wir das noch, vielleicht können wir Spielgeld hier noch benutzen, endlich. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Okay. Können wir jetzt ein bisschen, vielleicht können wir das ja. Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch einen von den Torten hier. Also nicht. Nichts da! Dieses Fahrgeschäft ist nur für große Kinder. Wir müssen also wieder groß werden. Nichts da! Dieses Fahrgeschäft ist nur für große Kinder. Wie können wir das Haar tragen? Das irgendwie groß basteln oder? Das Haar ist hier nutzlos. Tja. Entschuld. Nein. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Matt? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim. Das klingt alles Hörnchen lecker. Mit Schleim. Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Bierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Gab nur den Ausfall. Tschüss dann. Tschüss dann. Okay, wofür auch immer wir das brauchen. Hoppla, so. Mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Verdammt. Müssen wir nochmal fragen. Oh, hier gibt's ein Tor. Können wir hingehen. Durchs Loch gucken.
Juhu, stinkender Rattenkerl. Hey, raus da, du Mistkerl. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. Okay. Herr Meringu-Gebäck. Was auch immer. Dann können wir das Gebäck vielleicht... Es fühlt sich köstlich an. Matschig. Reden wir nochmal mit ihm. Nein. Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Danke. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. Dieses Schneehörnchen ist hier nutzlos. Ih, haarig. Diese Meringue sieht lecker aus. Lecker. Dieses Schneehörnchen ist hier nutzlos. Können wir das essen oder so? Ihm anbieten? Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. So ein Mist. Tja, ein Schild. Das haben wir noch nicht geguckt. Nein. Tja, also. Kutterköter. Waage. Die haben wir noch nicht untersucht. Das ist kein Spielzeug, Kleiner. Okay, kein Spielzeug. Dann dürfen wir nicht lang. Oh, eine Pfeffermühle. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer für unser Eis. Nein. Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Danke. Mach das. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. So, Schneehörnchen mit Pfeffer. Mmh, gepfefferte Güte. Diese Meringue sieht lecker aus. Mit Haar. Wie haarig. Dieses Schneehörnchen ist hier nutzlos. Okay. Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Aha, okay. Nein. Ich nehme dieses alte Schnee. Ich habe das Gefühl, das müssen wir futtern. Vielleicht werden wir dadurch wieder groß. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. Okay, Pfeffer. Mmh, gepfefferte Güte. Diese Meringue sieht lecker aus. Haarig. Na, lecker. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand! In der Tat. Es hat uns groß werden lassen. Kapitel 6, Skybosh räumt wieder auf. Mal wieder. Ui. Achterbahn. Zu spät zum Aussteigen. Na toll. Zu spät zum Aussteigen. Wann ist es denn rechtzeitig? Wo sind sie? Nein. Nein. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, todesecht.
Es ist ein Dynamo Off Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Können wir den irgendwie befreien? Ich bin sehr froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Ich habe den Wagen verpasst. Na toll. Nein, nein. Es ist eine Nachbildung der Folterkammer in LeChucks Palast aus seinen frühen Zombie-Tagen. Kann man dich irgendwie befreien? Nee, kann man nicht. Ach du Schreck! Threepwood, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Und wir haben nächstes Mal Inventar. Den Wagen. Autsch! Au! Sehr schön. Zu spät zum Aussteigen. Okay. Gefallenes Seil. Oh, wir nehmen ein Seil mit. Nein. Wir untersuchen alles, vielleicht können wir irgendwas mitnehmen. Oh, sehr schön. Ah, du schon wieder! Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ah, sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Friss den Flammentod, Threepwood! Ich fürchte, wir müssen uns von jeder Sache was mitnehmen. Autsch! Au! Wir müssen uns von jedem Ding was mitnehmen, damit wir später im Finale uns behaupten können. Nein. 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 Du wusst? Nein. Nein. Okay, können wir hier irgendwas mitnehmen? Ich habe den Wagen verpasst. Okay. Oh nein, es ist LeChuck. Ja, schon wieder. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Das Rumpfass können wir doch bestimmt mitnehmen, wo ich gerade aufgeklickt habe. Ich fahre eine Runde. Das Rumpfass können wir trotzdem sicher mitnehmen und hier auch irgendwas. Und dann geht's in die Eislandschaft. Daraus können wir irgendwas craften, irgendwas bauen, was uns hilft, den Chuck zu besiegen. Ich weiß noch nicht wie, aber... Das ist hier das Rätsel, dass wir hier Gegenstände finden. Rumpfass. Sehr schön. Wir haben ein Seil und ein Rumpfass. Wäre dieses Seil eine lausige Zündschnur. Ah, okay. Da brauchen wir noch zu andere Sachen für. Rein da. Okay, was nehmen wir hier mit? Nein. Das Diorama können wir nicht mitnehmen. Nein. Nein. Verdammt. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Threepwood. LeChuck. Wir müssen nochmal hier im dritten Bild nochmal nachgucken. Auf der dritten Bühne hier auf dem Links hier. Irgendwas müssen wir aber hier mal mitnehmen. Sekunde, wir drehen noch eine Runde. Das reimt sich ja bestimmt. Sekunde, wir drehen noch eine Runde. Oh, hier gibt es noch einen Schlüssel. Den wir, glaube ich, nicht mitnehmen können. Hier waren wir schon. So,
Sag mal aussteigen, bitte. So, aussteigen. Ah, die Laterne. Fläschchen mit Öl. Könntest du bitte dieses lästige Herumschwingen abstellen? Jetzt brauchen wir nur noch was zum Anzünden. Dann können wir hier mit dem Öl. Ja, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich. Cool. Explosives Rumpfass. Ich bin im Dienst. Das können wir jetzt bestimmt irgendwo später noch benutzen. Ich glaube, das sollen wir jetzt noch nicht mal. Wir brauchen noch Feuer. Oh, das ist er schon wieder. Ja. Ab. Autsch, und weg damit. Ab ins letzte Bild. Die Schneelandschaft. Sehr schön. Hinauf. Aha, bestimmt kann der das Fass halten. Okay, und jetzt anzünden mit irgendwas. Mit heißem Pfeffer. Das braucht keine weitere Würze. Okay. Da kommt doch gleich bestimmt der Chuck wieder. Mal anzaubern. Skelettarm. Nee, ist es. Hier, mit Seil. Das braucht keine weitere Würze. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Vielleicht das Seil einfach untersuchen? Nein. Nein. Es ist ein Stück Seil, das in Öl getränkt wurde. Das müssen wir jetzt noch irgendwie ans. Ach so, warte mal. Jetzt kommt der ja mit seinem Feuer. Mist, da kommt er. Ah, und ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Oh, Hilfe. Oh, oh. Autsch! Okay, das hat das Seil nicht angezündet. Das ist schlecht. Was machen wir jetzt hier? Tja, also. Ich kann irgendwas, was wir in meinem Inventar haben, nutzen. Wenn der Chuck dann kommt und ihn dann irgendwie dazu bringen, das Seil anzuzünden. Aussteigen. Meine Tofu-Maske wird hier. Das dachte ich mir. Wir haben Heliumballon, wir haben. Oh. Da kommt er schon. Du gibst nicht so leicht auf, was? Ich werde niemals aufgeben. Und ich habe die ganze Ewigkeit, dir nachzujagen. Vielleicht. Gesundheit. Oha, es hat geklappt. Juhu. Kabum. The End. Chuck, wieder tot. Happy End. Er heiratet die Elaine. Just married. Ah, und die anderen verabschieden sie in Flitterwochen nach der Hochzeit auf Blood Island. Haben wir das Spiel durchgespielt oder was? Da kommt jetzt noch was. Unglücklich, ist eine unglückliche Wendung, die jetzt hier der wieder auferstandene Lechak, der uns jetzt hier doch noch aufhält. Kapitel 6. Lauf, Sterblicher, aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte, ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. Das Ende. Tatsache. Das dann mal die Credits. So unfair.
die Rollen: Guybrush Threepwood, Dominic Armato, Alexandra Boyd, Yul Boyin, Danny Delic, hat mehrere gesprochen, Neil Ross, Alan Young, Michael Stoic, Drake Berger, Kerry Coleman, Joan Potter, Kathleen Freeman, Dave Madden, Terry McGovern, Tom Kane, Harvey Johnson, S. Scott Bullock, Victor Vader, Wexley, Kay Cutter, Dave Fenroy, Legion, John Swillmore, George Del Rio, Mary Kay Bergman, Rima Flynn, Pat Spinney, Roger Bear, Glenn Quinn, Brandon Holmes, Jan Eddy, Chris Zena. Zusätzlich Designs: Chris Povis, Jack Jordan, Timpen, Schafer, Mac Ovney, Bill Taintler, Derek, Mark, Kevin, Larry, Bill, Steve, Ken, David, Chris, Oliver, David, Chris, Bill, Darren, Livia, Gary, Aaron, Trabia, Bob, Thomas, Scott, Bio, Bo, Judith, Matthew, Wendy, Kenny, Joe, Molly, Patty, Chip, Lynn, Joe, Julia, Tria, Steven, Duff, Doug, Aaron, Michael, Wesley, Peter, Clint, Peter, Clint, Oni, Elliot, Nori, Jeff, Linda, Susan, Kim, Steve, Paul, Paul, Casey, LucasArts Entertainment. Ja, ich würde mal sagen, war doch ein sehr tolles Spiel, haben wir durchgespielt, habe ich es geschafft durchzuspielen. Monkey Islands 3 haben wir durchgespielt. Da müssen wir wohl auch irgendwann mal die ersten beiden Teile nachholen. Es gibt wahrscheinlich, gelesen, gesehen zu haben, gehört zu haben, dass es irgendwie sogar noch mehrere Teile gibt, dass es nicht nur drei gibt, sondern es nicht nur noch zwei Vorgänge gibt, aber ja, es gibt noch einen vierten Teil wahrscheinlich. Ich meine, das gehört zu haben. Finanzen. Okay. Ich denke, Secret of Monkey Island, das müssen wir auf jeden Fall, weil es hier im Spiel, weil es hier mal öfters schon betitelt wurde und erwähnt wurde, müssen wir es auf jeden Fall mal spielen. Irgendwann mal. Jetzt nicht. Jetzt erstmal nicht. Bin ich erstmal froh, dass ich Monkey Island durch habe. Den dritten Teil. Brauche ich erstmal eine Pause von. So schwer war es auch nicht. Die Rätsel war teilweise ein bisschen. Uff. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Uff, waren die Rätsel. Informationssysteme. Ja, das Spiel ist 1997 rausgekommen. Ist schon ein altes Spiel. Wenn wir jetzt Teil 2 und 1 spielen, dann haben wir noch ältere Spieler. Irgendwann werde ich es bestimmt machen. Ich freue mich drauf. Secret of Monkey Island müssen auf jeden Fall. Wie Teil 1 heißt, wahrscheinlich nur Monkey Island. Ich weiß nicht mal, ob man, also Teil 2 meine ich hier, Teil 2 gibt es auf jeden Fall auf Steam zu kriegen. Ob wir Teil 1 irgendwo herkriegen, weiß ich nicht. Teil 2 wird es irgendwo mal geben. Deutsche Version. Okay. Softgold Computerspiele GmbH. Grüße gehen raus. Was die wohl heute machen. Ja. Ist auch schon 23 Jahre her. 23 Jahre. Man wurde für Steam jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen grafisch aufgebessert. Sonst kannst du es ja nicht, so ein 1997er Spiel kannst du ja nicht auf einem großen Bildschirm so darstellen. Das haben sie ein bisschen aufgebessert. Und auch den zweiten Teil haben sie wahrscheinlich für Steam nochmal aufgebessert. Für die Steam-Version. Das Original wird wahrscheinlich kaum spielbar sein. Die Grafik ist unterhalb der Kurzkanze. George Lucas. Ach stimmt, ja, LucasArts hat damit. Das ist der Lucas.
Interessant. Der kann nicht nur Star Wars. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Da hat sich das Spiel beendet. Ja, bevor wir jetzt noch ein neues Spiel anfangen, würde ich mal sagen, dürfte ich nach oben sollte sich gefallen haben. Lassen aber da ein neues seid und den nächsten. Das nächste Let's Play nicht verpassen wollt. Ja, das war The Curse of Monkey Island auf Zenfist LP. Live im Stream und später dann als Streamaufzeichnung auf dem Kanal. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, habe ich das schon gesagt. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Freue ich mich drüber, über jeden Kommentar. Wirklich. Ansonsten schaut mal auf Twitch vorbei, da kommen weiterhin tolle Projekte und Streams. Schaut dort mal vorbei. Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fröstlichen Tag und ja, man sieht sich. Haut rein. Bis dann und ciao.